neuen Video. Wir starten jetzt mit unserer, ja, wie nennen wir es denn eigentlich? K-Girl. K-Girl ist immer so Serie? So ein böses Wort manchmal. Eigentlich gar nicht. Frauen, die Autos mögen? In Instagram und so, da werden immer so als K-Girls immer andere. Auf Instagram ist jeder K-Girl. Ja. Also, wir stellen mal die richtigen K-Girls vor, würde ich sagen. Und wir fangen heute mit einem, also für mich bin, nein, das ist Marco sein Ringtool. Wir fangen heute mit einem ziemlich coolen Auto an, was ich persönlich mir auch kaufen würde. Da steht er. Das ist der Anke hier E46 M3. Und ich würde sagen, ich zeige mal euch als allererstes mal ein bisschen was vom Auto, so einen kleinen, ja, Film vom Auto. Okay. Die kommt aus Bamberg, weil meine anderen Freundinnen, die wohnen ein bisschen weiter weg. Die wohnen in, ja, meine Richtung, so in die Ostrichtung. Im Osten. Im Osten. In Gera zum Beispiel, die Franzi, da können wir jetzt mal noch fix ein Bild einblenden. Die besuchen wir auch noch, die kommt aber ein bisschen später dran, weil ich glaube, ihr Auto ist noch nicht angemeldet und das ist, glaube ich, auch noch nicht fertig. Aber die Anke hat ihr Baby schon rausgeholt. Der läuft nämlich schon ab März und ich würde sagen, seid bitte lieb zu den Mädels, die haben Angst vor der Kamera zu reden, genauso wie ich. Ich habe auch gerade noch mal bei Instagram gefragt, falls irgendwelche Leute Fragen zum E46 oder zu Anke persönlich haben. Hallo. Dann können sie das gerne schreiben. Da gucken wir dann gleich auch noch mal rein und würde sagen, legen wir los. Starten wir mal mit unseren Fragen. Ja, fährt die Anke denn schon immer E46 M3 oder? Was fährt die Anke so? Ich stehe bestimmt vor dem Auto, vor dem Wunderschild. An sich ja, nur mein Fahranfängerauto war ein netter Opel Astra. Ja, ich hatte auch als Winterauto Opel Corsa. Aber eigentlich sind es keine schlechten Autos. Nee. Man wechselt. Für den Anfang ist okay. Für den Anfang. Was hast du nach deinem Opel? E46 320. Also am 320er hattest du auch noch? 320er hatte ich. Also ich muss hinter der Kamera dazu sagen, die Anke habe ich kennengelernt. Da kam sie mit ihrem E46 330i Coupé an. Also irgendwie hat sie schon immer so ein E46 nahe gehabt. Und das Auto, ja, wie soll man dazu sagen, das hatte irgendwann, wie viele Kilometer hat es drauf? Also zuletzt hat es drauf 303.000 gehabt oder so. 303.000, ja. Habt ihr nicht einen Austauschmotor rein immer? Ja, ja, da kam bei 260.000 irgendwann mal, glaube ich, der zweite Block. Ja. Und dann kam das und das und das und das und irgendwann, nach langem Jammern, kam dann das. Wie lange hast du denn jetzt schon? Ein Jahr, glaube ich, oder? Ah ja, jetzt ja. 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 Gibt es irgendwie Sachen an dem Auto, die dir besonders gut gefallen? Oder warum hast du dir ein E46 M3 gekauft? Der Mann steht ja eigentlich schon richtig, weil... Wegen dem fetten Arsch. Ah ja, richtig. Gefällt mir am besten. Die Radläufe alleine, genau. Schau dir diese Radläufe an. Richtig. Vorne wie hinten. Siehst du da hinten? Lustig, dass JP sich jetzt auch einen silbernen E46 M3 gekauft hat. Ja? Ja. Also, ist ja auch gut. E46 M3 ist halt einfach göttlich. Göttlich, vor allem, wenn du dann ein Mädel in dem Auto siehst, wie sie vorbeifährt. Und die Anke ist eine schnelle Fahrerin. Die ist immer fix unterwegs. Ja. Die ist flott. Das ist eine, die fährt so nah auf, da sieht man die Scheinwerfer gar nicht mehr vom Ort. Sie vertreibt mal nicht. Nicht, dass die Leute dann noch ein schlechtes Bild bekommen, das wäre blöd.
Wir gehen mal ein bisschen ums Auto rum, würde ich sagen, oder? Machen wir, können es auch. Fahrzeugdaten, Baujahr, Kilometer, was hat er gekostet, wie viel der Handwahr war, weil E46 M3 variieren ja zwischen 15.000 und 150.000 Euro, je nachdem. Also meiner lag zwischen 20.000 und 25.000, Baujahr 2001, hat mittlerweile 175.000 drauf. Ui. Also bald. ja. Was wollt ihr noch wissen? KWV2 ist verbaut. Hast du an dem Auto noch vor, was dran zu machen? Ja. Was machen wir denn noch schöne Sachen? Was machen Sachen? Also gerne würde ich eine Carbon-Airbox verbauen. Jetzt ist noch alles original, oder? Jetzt ist alles noch original, ja. Soll eigentlich auch im größten Teil so bleiben. Weil es halt auch irgendwann Oldtimer wird und ich möchte auch, dass das Auto so bleibt. Also nicht irgendwie verschandelt oder verbaut wird. Du weißt, dass man aktuell zum Oldtimer 30 Jahre braucht. Ja, ne? Und das ist mir jetzt egal. Okay, aber die älteren Autos haben halt einfach mehr Charakter. Also ja. Die neuen sind auch cool, keine Frage, aber die alten sind irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja. 175.000. Was hat der Vorbesitzer nochmal alles gemacht? Also ich glaube, der Block war schon mal komplett auseinander, oder? Der Block war komplett auseinander. Bevor ich ihn gekauft habe, sind die Lagerscharen gemacht worden. Bläulager? Bläulager, genau. Hat er auch gemacht. Irgendwie so. Warnungsrevision. Ja. Komplett abgedichtet, ja. Genau. Aber sonst leistungstechnisch nichts, möchte ich auch ehrlich gesagt nicht. CSL-Stoßstange war schon, genau. Was ich auch cool finde, Kofferraumdeckel CSL. Ist auch irgendwie. Ist Geschmackssache? Ich find's irgendwie. Ich find's auch richtig geil. Ich find's geil, das aber macht diesen Arsch. Wenn man, sowas macht, dann muss man irgendwie Originalteile kaufen und die kosten halt richtig Schweinegeld, weil. Ja, GFK. Ich hab auch Originalteile für mein E36 gekauft. Ja. 6 Kilo Plastik. Ja, bezahlt nur für Plastik schon fast. Was haben wir bezahlt? 800 Euro für den ganzen Quatsch? Jetzt nochmal 500, ja. Für Zierleisten. Ja, okay. Ich habe ja nochmal bei Instagram gefragt, ist er handgeschaltet? Ja, Handschalter, natürlich, Automatik. Wäre nicht in Frage gekommen für mich. Der fragt noch einer, woher hast du die ganzen geilen Autos? Ist der Anke ihrer? Anke fährt das geile Auto. Und wie viel PS hat er eigentlich? 343. Soll er haben. Soll er haben. Und hat er den noch? Ich gehe mal stark davon aus. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wann er da auf dem Prüfstand. Bist du das Auto schon ausgefahren oder? Ja. Und? Was schafft er? 280, 285 so in dem Dreh. Dann geht die Luft aus. Nee, bei mir eher, ja. Ja, der Rest ist immer bloß geiles Auto. Darf ich mal damit fahren oder darf ich mal selbst fahren? Auf jeden Fall, oder? Schenkst du mir den E46 Coupé, eines der schönsten BMWs? Richtig. So, und wir wollen uns jetzt mal den M3 anschauen, wie er nach 170.000 Kilometern jetzt ausschaut und wollen mal gucken, auf was man vielleicht wenn jetzt jemand sich einen E46 M3 kaufen möchte, auf was sollte man achten, was sind so die Problemchen von dem Auto und würde sagen, dazu bocken wir das Auto einmal auf, heben den hoch, schauen uns an, wie er von unten drunter aussieht und dann sehen wir uns gleich wieder. Los geht's. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Du hast einen KWV2 verbaut, glaube ich, ne? Richtig. Ich nicht. Das Auto. So, Schwachstelle E46 M3. Wenn er schon mal keinen Rost hat, ist es schon mal ein guter Anfang. Bremsen sind wie bei allen BMW-Modellen ein bisschen unterdimensioniert, aber wenn man das Auto nicht gerade für die Nordschleife benutzen will, dann ist das eigentlich gar kein Stress. Ja. Auch die Hinterachsaufnahmen sind wahrscheinlich auch wieder Problemfall beim E46. Was sagst du dazu? Was kommt da raus? Ausbaufähig. Nix wie schlechter Klang. Ja, das ist das Manko am E46 M3. Da kommt, ich würde sagen, ist eigentlich das größte Manko an dem Auto, oder? Ja. Ist ein bisschen leise, könnte ein bisschen mehr, ja, mehr Sound haben. Ja, ist leise. Ja. Kann schon ein bisschen, man möchte ja auch hören, dass man den M3 fährt. Blechernd. Ja. Eher.
Aber E92 M3 zum Beispiel, das Original ja auch, das ist ja voll das Luftgebläse, da kommt gar nichts raus. Na, wenn man ein bisschen Endschalldämpfer-Mod macht und ein bisschen Cut. Das heißt? Also was? Was? Neuer Auspuff. Wir wollen jetzt für alle Polizisten, die hier zugucken, wir wollen jetzt keine Anleitung hier geben. Kommt bei dem Auto natürlich nicht. Bei dem Auto wird alles ordentlich machen. Was empfiehlst du für eine Auspuffanlage? Eine Abgasanlage? Also wir haben mal vor 2 Jahren eine Supersprint Race verbaut. Race ist gleich ohne Zulassung, aber mit Cut. Aber keine Chance, hier einzutragen? Naja, ab Cut ist halt nur ein bisschen Rohr und ein ganz kleiner Endschalldämpfer. Aber das Ding hört sich affengeil an, also muss ich wirklich dann sagen. Dann hörst du das, wenn du M3 fährst. Punkte oder Klang, das musst du ja dann aussuchen. Punkte. Dann doch lieber Punkte. Ja, wir schon mal anfangen. Ne? Ich würde sagen, du lässt ihn mal hoch. Der schaut von unten eigentlich noch ganz schön gut aus. Ich weiß ja auch nicht, wo die E46 so die Probleme haben. Mit Rosten, auch Kotflügel-Schweller. Ja. Wagenheberaufnahmen? Das Trauerspiel mit Kotflügel und Schwellerrost hat man schon bei dem 330, glaube ich, ne? Ja. Aber ist bei dem ja eigentlich ganz in Ordnung, oder? Sieht wirklich echt cool aus von unten. Fährst du das Auto im Winter oder nur im Sommer? Oder? Im Sommer. Okay. Schön Wetter. Was fährst du zumindest dann in der Zwischenzeit? Skoda Fabia. Skoda Fabia? Ja. Flott. Kann man auch. Wenn du im Sommer dafür M3 fahren darfst, wieso nicht? Liebe Damen, auf was, achtet man, wenn man einen E46 M3 kauft? Speziell M3. Auf was guckst du da? Du hast ja gerade schon Stichwort genannt. Hinterachsaufnahmen. Richtig, wenn man das so ausdrückt. Denn die reißen gerne aus. Richtig. Hat man ja bei E36. Im letzten Video sah man ja die Hinterachsen verstärkt. Richtig, also wer das letzte Video geguckt hat, das haben wir gemacht, um das zu vermeiden, was beim E46 M3 öfters mal der Fall ist, nämlich dass hier über der Hinterachsaufnahme das Blech ausreißt und dann gibt es großen Flurschaden. Also da muss natürlich die ganze Hinterachse raus. Wenn man es richtig macht, wird die hintere Bodengruppe unten rausgetrennt. Und wer sowas schon mal gemacht hat und im Karosseriebaubereich tätig ist, der weiß ganz genau, von was ich rede. Das ist nämlich der größte Scheiß. Ja, das ist bestimmt. So, weiter geht's. Speicherkarte war leider voll. Wir waren stehen geblieben bei den Hinterachsaufnahmen. Genau, also Hinterachsaufnahmen. Hier einmal, da vorne sieht man nichts, weil da ist leider eine Abdeckung darüber. Und hier, da sollte man drauf achten, deswegen, wenn man einen M3 kauft, am besten auch auf die Bühne. Ich weiß nicht, wart ihr auf der Bühne? Ja. Direkt bei BMW, ja. Okay. Und ist gut, wenn du es dann nochmal von unten anschauen kannst. Aber gut, wenn du dir so ein Auto kaufst, dann willst du dir das schon natürlich ja angucken, weil es ist ja auch eine Menge Geld, die du dann für das Auto ausgibst. Ja. Und willst ja auch keinen Scheiß kaufen. Differentialsperre. Genau. Ja. Funktioniert bei dem Auto ganz gut. Haben wir erst gesehen, ja. Können wir mal kurz einblenden. Ging gut, sehr gut. Ja. So, Max, was sind noch so Dinge, auf die man achten muss beim Autokauf? Ja gut, Achsteile sage ich mal, das ist jetzt nicht M3 spezifisch, weil ob ein Querlenker oder eine Spurstange ausgeschlagen ist, das schaut man bei jedem anderen Auto auch. Und das merkt man natürlich auch beim Fahren, aber beim M3, was Bodengruppe angeht, ist so das Nonplusultra, die hintere Aufnahme der Hinterachse. Ja, richtig. Dann würde ich sagen, unten drunter gibt es ja nicht viel zu sehen, da bei dem Auto ziemlich viel Achsteile aus Alu sind und die natürlich bekanntlicherweise nicht rosten. Schaut das Ganze auch ziemlich in Ordnung aus. Heißt ja nicht umsonst M, ne? Bist du so mit dem Auto zufrieden oder? Sehr zufrieden, ja. Echt? Ja. 100%? Ja. Außer halt der Auspuff, den hätten sie ein bisschen besser machen können. Ja, doch. Fahrspaß, definitiv. Kaum Auto, Brot und Brot.
Traumauto, was alle Wünsche erfüllt. Du würdest dir auch einen E46 M3 kaufen? Ich würde mir auch einen E46 M3 kaufen. Du möchtest aber trotzdem einen M4? Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie bei den Vierern hängen geblieben. Keine Ahnung warum. Obwohl ich vorhin noch gesagt habe, die neuen Autos haben nicht so viel Charakter wie die alten. Ich finde nicht den M4 so geil, dass ich mir unbedingt einkaufen möchte. Keine Ahnung. M-Modelle sind an sich wirklich... Wenn ich es könnte, würde ich mir von jedem so einen E36 M3, E46, E92 M3, F32. So. Jede M. Ja, wir machen so eine Baureihe. Ja, jeden M. Sofort dabei. Weiter geht's mit dem Triebwerk. Irgendwas Besonderes, auf was du geachtet hast, bevor du das Auto gekauft hast? Oder Tipps? Bläulagerschalen, wann die gewechselt worden sind und wie oft, sagen wir mal so. Bläulagerschalen, sagt jeder bei M-Modellen, ist eine Krankheit, ist aber keine Krankheit. Das ist einfach eine Sache, die gemacht werden muss. Auch wenn der ein oder andere BMW-Meister sagt, nein, das stimmt nicht, doch, das stimmt. Und wenn man das Auto, so wie du, ein bisschen flotter bewegt, würde ich das empfehlen, egal bei welchem Motor, so zwischen 70.000 und 90.000 Kilometern. Ja. Auch beim E92 M3, haben wir ja auch schon gemacht letztes Jahr bei meinem. Ja. Ja. Also egal welcher. Vor 2 Jahren war das. Ja, nicht vor zwei Jahren. Ich habe gerade überlegt, den haben wir letztes Jahr Bläuler. Nee. Also das fing ja an bei E36 M3, bei E46 M3, E92 M3. Ach, so ein schöner Sechszylinder, guck ihn dir an. Wenn er läuft, ist er schön. Den gab es nur als 3,2 Liter, oder? Ja. Und der CSL hat dann ein paar mehr PS. 360 hat er. 360. Genau. Der CSL hat quasi, kannst du ja mal drauf zeigen, die Carbon Airbox, was bei dem jetzt quasi aus Plastik und so weiter ist. Also der komplette Luftsammler inklusive dem Filter fällt weg, weil der CSL hat dann eine Vollcarbon Airbox. Ja, der wurde leichter noch gebaut, oder? Leichter, glaube ich. Was hatte der alles? Alu-Türen, Alu-Haube. Oh, Entschuldigung. Das weiß ich jetzt nicht. Radio, glaube ich, gab es keinen. Sitze, Schalensitze, Türpappen waren irgendwie Carbon mit Alcantara. Oh, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Um es nochmal zusammenzufassen, währenddessen die Lisa das Auto abbockt. Vanos müsste gemacht werden bei den Motoren, auch S50. Einfach deswegen, weil da die Dichtringe innen drin quasi verhärten, verschleißen und die Vanos dann den Druck teilweise nicht mehr halten kann. Das ist auch beim S85 so, also der V10 aus dem M5, M6. Und beim E36 M3, der steht da hinten, der Block, machen wir natürlich auch alles. Und Leistungstuning bei so einem Saugmotor, Abgasanlage, genau, die Carbon Airbox. Nockenwellen und dann ist auch schon fast zu Ende. Ja, ich würde sagen, wir schieben ihn zurück. Ja. Gucken uns mal von innen an. Ich weiß. Und dann. So. Steckst du mit bei Lexi ein? Ja. Bleib hier. So. Das Feelings eines. Ein 3, E46. Sind das hier Vollleder? Ne, das ist... Nee, das ist Teilleder. Aber ich finde, es ist ein ganz cooler Stoff, ne? Ja, vor allem in den M3-Farben. Voll schön gemacht. Warum? Wenn sie zu nah am Lenkrad sitzt, also wenn ich zu nah am Lenkrad sitze, regen sie sich nämlich immer auf. Gibt's immer Ärger, ne? Ja, aber ich habe so kurze Beine. Du hast ja, ich habe auch kurze Beine. Du bist auch nicht so kurz. Alle haben kurze Beine. Wie willst du denn das sonst machen? Du kannst ja sonst keinen... Die Kupplung kannst du nicht die Kupplung so durchtreten, wenn du so kurze Beine hast. Dann musst du ja weiter vorne sitzen. Ja. Ihr könnt doch auch diese Buffalo-Schuhe anziehen. Ich meine, cool. Automatik geht, da kann ich weiter hinten sitzen. Da brauchst du ja bloß so ein bisschen antippen, aber. Also Facts zum Innenraum. Handgerissen. Gott sei Dank. Viermal elektrische Fensterheber, viermal Automatik. Hamann Kardon. Was hat er noch so? Ausstattung? Klima, Sitzheizung, Hamann Kardon. Multifunktion. Multifunktionslenkrad, genau. Richtig. Ja. Ach, schwarze Dachhimmel sind auch immer. Schwarzer Dachhimmel, ja. Richtig. Aber ich meine, die M's haben ja alle schwarzen Dachhimmel. Richtig. Ich möchte auch einen beim E36. Kriegen wir hin. Ja, dann würde ich sagen, drehen wir mal eine Runde.
Fazit, jeder braucht einen E46 M3, oder? Nein, weil nee, sonst fährt jeder mit rum, hallo. Und sonst habe ich mir auch das Auto gekauft. Das soll ja auch etwas Spektakuläres sein. Eine Rarität. Richtig, danke. Aber wie reagieren die Typen so, wenn du angefahren kommst? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was in den Köpfen abgeht. Geht ja nicht in den Fahrt. Und was ist jetzt bei euch im Kopf vorgegangen, als ich bei euch vorbeigefahren bin? Hä? Was ist denn das für eine doofe Frage? Als Mann, was sagst du dazu? Ja. Ja, Frauen im schnellen Auto immer gut, ne? In einem hübschen schnellen Auto. Ja. Also wenn es ein geschmackvolles Auto ist, dann ja. Aber über Geschmack lässt sich ja streiten. Genau, Plastikbomber, so richtig schön. Oh, hier im Nachbarort fährt auch ein E46, so richtig getuned. Hm. Das ist ein E46 GTR. Breitbau. Man kann auch viel verschandeln. Das mal so. Richtig. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, mit dem Video soweit durch. Ja, viel zu berichten gibt es ja immer nicht. Ist ja die Reihe jetzt quasi Lisa und ihre Gefährtinnen. Ja, wir fangen ja jetzt gerade erstmal damit an. Also müssen wir uns jetzt gerade erstmal so reinfinden, wie bauen wir das Ganze auf? Wie machen wir das? Ihr könnt ja mal drunter schreiben, ja, was ihr bei den nächsten Videos mit den Mädels halt, was interessiert euch da? Was sollen wir euch speziell zeigen? Was wollt ihr sehen? Weil wir haben jetzt gerade erstmal das erste Video jetzt so gedreht, wie wir uns das halt einfach vorgestellt haben, wie so ein Video aussehen könnte, wenn ihr euch das anders vorstellt oder eine andere, ja, Bock habt, das irgendwie anders zu sehen. Wie gesagt, haut unten in die Kommentare drunter. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.